gar nicht so einfach, einen Parkplatz zu finden. Denn schließlich wollten es sich etwa 2000 Leute nicht entgehen lassen, das Fußball-B-Jugendturnier um den Dodenhof-Cup zu sehen. Grund genug, dieses Spektakel auf Bremen 4 zu übertragen. Denn die teilnehmenden Mannschaften Dortmund, Mönchengladbach, Hamburg, Leverkusen, St. Pauli, Schalke und Bremen sowie Olten zeigten guten Fußball. Und sogar die Moderatoren wie Arne Zeigler beteiligten sich bei dem schönen Wetter am Rande des Spielplatzes fußballerisch. Einigermaßen zufrieden konnten die Oltener sein, denn sie erspielten immerhin den 6. Platz. Die Werderaner konnten freudig nach Hause fahren. Ihnen wurde der Pokal für den Sieger überreicht. Auch die Zukunft ist gesichert. Nächstes Jahr kommt Bayern München.